Okay, hallo Leute. Ich wollte zumindest ein Video in dem Deutschen dieser Woche machen. Also lass uns mal anfangen. Es tut mir leid, Leute, aber ich weiß nicht alle der Wörter in dem Deutschen wie Trading zu beschreiben. So, es wird langsam sein und ich werde Fehler mit meinem Deutschen machen und dafür es tut mir leid sehr. So, aber ich wollte mein Deutsch üben und meine Trades für heute in dem Deutschen überprüfen. Also bitte ihr Vorsicht auf auf dem Nachricht an der Ecke der Screen, bitte. Und dann werden wir das abnehmen. Okay, Leute, was können wir sehen? Also, wir haben das nicht. Wir haben nicht die Geschichte mit meinem Trade-Away. Also, wir müssen hier gehen. Okay, Leute. Wir werden auf die Regular Trading Hours eingehen, um nur diese Zeit zu sehen. Also Leute, wahr sein, habe ich ein paar losing Trades, verwirrende, nein, verlorene Trades am Anfang des Tages gemacht. Also ich habe gedacht, an der Anfang des Tages, dass wir gerade in diesem Opening Range Gap eingehen würden, aber das haben wir nicht gemacht. So, ich wollte es alle jener Zeit kaufen, aber an jener Zeit haben wir nur sind wir nur ni niedergegangen und wir sind also wann haben wir die niedrige Punkte gemacht, die Low gemacht, das haben wir gerade vor der Lunch Session, Mittagszeit gemacht hier. Und also ihr könnt sehen, ich wollte nur kaufen an an diese Session, denn es so nieder angegangen war, wollte es nur kaufen. Und Sie können es sehen, Leute, dass ich ein bisschen mehr als 200, fast $250 gemacht habe. Es war nicht perfekt. Sie können sehen, dass ich in Drawdown war und ich müsste an jener Zeit mein Risk, wie würden Sie sagen, manage my risk, manage. Bitte können Sie es kommentieren, wie ich sagen, manage. Ich müsste mein Risiko manage. So. Aber ich war der Meinung und an dieser Zeit habe ich recht gedacht, dass wir wieder zu diesem Opening Range Gap eingehen sollten. Und da sind wir eingegangen eigentlich so. Später während des Tages war ich an der rechten Seite, der Markt. So. Okay, Leute, ich will es nicht, dass ich viel Ihrer Zeit annehmen, aber ich bin glücklich und ich bin dankbar, dass meine deutschen Zuschauer hier sind. Ich wollte mein Trade mit ihnen überprüfen. Es war sehr einfach eigentlich, Leute. Ich bin alle der Zeit heute. Ich wollte nur kaufen, weil wir mehr als so 200 Punkten niedergegangen geworden sind. So, ich wollte nur die Markt kaufen. So. Ja, das habe ich kein Sekret. Es war nur kaufen. Also Leute, hier gibt es meine Überprüfung, meine Trades.
für Dienstag, der 8. August 2023. Ja. Okay, Leute, tschüss, ciao und moin, moin. Ich bin immer noch dankbar, dass ich deutsch sprechende Zuschauer habe. So, ciao.